Guten Tag bei Focus 5 Live. Wir sind heute am 16. Tag von den Deaflympics, sind hier zurück in Park City im Skigebiet. Der Schnee ist weiß, blendet, die Sonne reflektiert. Wunderbar. Heute steht wieder Ski auf dem Programm. Das Rennen Super-G. Da geht es nicht um die Abfahrt, sondern mehr mit Slalom. Wir drücken den Schweizern die Daumen. Ja, jetzt gingen es eben die Rennen vorbei. Bei den Männern wurde es richtig knapp am Schluss. Die Schweiz ist wieder auf dem zweiten Platz gelandet mit Roland Schneider, der nun noch einmal Silber geholt hat und insgesamt schon 3 Medaillen mit nach Hause nehmen kann. Bei den Damen war es auch nicht ganz so schlecht, aber es hat nicht gereicht für einen Medaillenplatz. Insgesamt hat die Schweiz nun liegt auf dem zweiten Platz mit den Medaillen, Russland auf dem ersten. Wir widmen uns dem Snowboard heute Nachmittag. Disziplin Slopestyle ist angesagt. Eine spezielle Disziplin, wo es um Sprünge und Schanzen geht, da werden wir gleich weiteres darüber erzählen.
Ja, das ist Jonas Jenzer, der Schweizer Snowboarder. Er hat nun auf dem Slopestyle mitgemacht und seine Pirouetten gedreht. Gratuliere, super. Okay, was soll das? Was ist das für eine Begrüßung? Ja, das gehört zum Snowboard, das ist die Kultur von uns. Man kann sich auch so begrüßen, aber wir machen das so ein bisschen anders, so halt, wie wir das so in unserer Kultur halt eben tun. Okay, wie ging es dir nun auf dem Lauf? Ja, ich habe es gemacht beim Training, ging es relativ gut und dann, als es dann drauf ankam, kam es beim ersten Sprung okay raus, beim zweiten auch, beim dritten war ich dann eben zu langsam, ich sollte eben schneller sein und ich bin dann eben aufgesetzt. Ich habe das nicht richtig fertig machen können. Die Leute haben mir gesagt, es wäre gut gewesen, aber für mich ist es okay. Als nächstes steht die Halfpipe bevor. Wie siehst du das? Also ich bin sicher Slopestyle und Halfpipe okay, aber jetzt muss ich auch mal weiter trainieren und mal schauen, wie es rauskommt. Viel Spaß und viel Glück. Okay, hier neben mir steht Matthias Becherer, gebärdet ist es so, von Deutschland. Deine Medaillen sind ziemlich auffällig, du hast in der Kombination in einem Super-G gewonnen. Eine Frage, was bedeutet das für Deutschland? Ja, das heißt natürlich, dass das ein großes Ding ist. Es war gar nicht so sicher, dass wir etwas erreichen, aber es waren ziemlich viele Emotionen und jetzt, ja. Und was denkst du jetzt, was wird Deutschland noch in Zukunft machen? Ja, ich glaube, es kommt noch eine Medaille Gold. Ah, hoffen wir doch darauf. Okay, vielen Dank. Ich befinde mich hier jetzt auf dem Eishockeyfeld. Heute Abend wird ein spannender Match stattfinden, Kanada gegen Amerika. Das wird wirklich eine interessante Sache sein, weil sie sich schon jahrelang bekämpfen. Eigentlich mal sehen, wie es heute Abend herauskommt. Oh, okay. Sorry. Here we have Walter Gretzky. He is the father of Wayne Gretzky. That's him. Very nice to meet you. I've got the first question. Why are you here tonight at the Deaflympics? I was asked to be part of the Canadian team, and I'm very honored. For the past 4 years, I've helped them raise money. I've gone to their golf tournaments and different events, and here I am. It's just a privilege and an honor to be here. And I've had a fantastic time. And I can't believe how friendly everybody is. Wonderful. Thank you very much. Thank you.
Ja, wir haben jetzt soeben einen sehr spannenden Eishockey-Match gesehen zwischen Kanada und USA. Kanada ging mit 3 Punkten in Führung, das war ein harter Kampf. Zur gleichen Zeit fand ein Curling-Turnier statt, Schweiz gegen die USA, das war ebenfalls sehr, sehr spannend. Zuerst mit 8-8 und dann gab es ein letztes Spiel, sodass schlussendlich die Schweiz mit 10-8 gewonnen hat. Das war toll, die Schweiz hat geschlagen. Und auf der anderen Seite haben die Amerikaner weiter gekämpft gegen die Kanadier im Eishockey, bis sie tatsächlich mit 4 Punkten gewonnen haben. Am Schluss, die Emotionen gingen im Saal, im Raum wirklich durch mit den Leuten. Das war ganz, ganz spannend. Es hat auch viele Strafen gegeben, verschiedene Minutenstrafen, 3x10-Minuten-Strafen. Einmal eine 5-minütige Strafe, das war wirklich ein harter Kampf. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Co-Kapitän der USA-Mannschaft ein Interview zu führen. Wir sehen uns wieder morgen. Bye. Hier neben mir steht der Kapitän der USA-Eishockey-Mannschaft, Jim Crane. Meine erste Frage, was ist mit deinem Arm passiert? Ja, im Spiel gegen Schweden habe ich die Schulter ausgerenkt und die ist jetzt gebrochen. Jetzt bin ich wahrscheinlich für ein paar Wochen weg. Ja, du hast jetzt den Match gesehen gegen Kanada. Genau, auf das freue ich mich jetzt. Wir haben gewonnen, wir haben es geschafft. Das ist super toll. Und du bist happy. Ja, natürlich, klar. Danke.